In den Niederlanden sind Proteste gegen schärfere Corona-Maßnahmen erneut in Krawalle ausgeartet. In Rotterdam, Amsterdam und anderen Städten zogen gestern Abend Hunderte, meist junge Menschen, plündernd und randalierend durch die Straßen. Teilweise kam es zu stundenlangen gewalttätigen Auseinandersetzungen mit der Polizei. Mehr als 150 Menschen wurden festgenommen. Es war bereits die dritte Krawallnacht in Folge, seitdem in den Niederlanden eine nächtliche Ausgangssperre gilt. Maike Neufechliese steht vor den Trümmern ihres geplünderten Schreibwarengeschäfts. Das ist blanker Terror. Das kann einfach nicht sein. Das hier muss sofort aufhören. Bitte. Seit 3 Tagen kommen die Niederlande nicht zur Ruhe. Gewalt gegen Autos und Sozialeinrichtungen, geplünderte Geschäfte. Überwiegend junge Männer randalieren, vor allem wegen der landesweiten Ausgangssperren. Seit dem Wochenende dürfen die Bürger zwischen 21 und 4:30 Uhr morgens nur noch aus besonderen Gründen ihre Wohnung verlassen. Für die Gewalt hat der Justizminister kein Verständnis. Die Polizei geht mit null Toleranz dagegen vor. Es gab viele Festnahmen und eine Sache muss ganz klar sein. Diese Leute werden damit nicht davonkommen. Am Morgen Aufräumarbeiten. Auch viele Junge halfen mit. Laut niederländischer Polizei war an den Ausschreitungen eine Mischung aus Corona-Leugnern, Hooligans und Neonazis beteiligt. Rotterdams Bürgermeister wandte sich heute in den sozialen Medien direkt an sie. Na, fühlt es sich gut an, mit einer Tasche voller gestohlener Sachen neben dir aufzuwachen? Ist es das, was ein Rotterdamer macht? Bist du darauf stolz? Es ist eine Fassungslosigkeit, die viele Niederländer teilen. Und sie steigerte sich in den letzten Tagen, weil die Randalierer auch Einrichtungen für Kranke und Menschen mit Behinderung angegriffen hatten. Ein Krankenhaus anzugreifen zeugt davon, dass sie ihre eigene Wirklichkeit haben. Sie wollen aber nicht akzeptieren, dass die, die Corona ernst nehmen, nicht an ihre konstruierte Wirklichkeit glauben. Das zeigt, wie radikal sie sind. Und das Land muss sich ungeachtet aller Warnungen auf eine vierte Gewaltnacht einstellen.